Caillou machte es viel Spaß, mit Rosi Schneebälle im Park zu werfen. Pass auf, Rosi, da kommt er! Aber einige Schneebälle fielen immer auseinander. Warum klappt das nicht? Er wollte so gerne eine Schneeballschlacht machen. Die gehen immer kaputt. Du musst sie gut zusammendrücken, damit sie zusammenbleiben. Siehst du? Papa drückte den Schnee zusammen zu einem Schneeball und Caillou wollte ihn testen. Was hältst du davon, wenn wir was anderes machen, bevor aus Mama ein Schneemann wird? Schneemann? Oh, genau. Lasst uns einen Schneemann bauen. Ja, Schneemann. Oh, ich will einen Schneemann mit einer Karottennase und Knopfaugen. Zuerst müssen wir den Körper machen, Caillou. Warum kümmern Rosi und du euch nicht um den Schnee? Und Papa und ich finden Stöcke für die Arme. Ja! Caillou und Rosi machte es Spaß, den Schnee für den Schneemann zu sammeln. Super, Caillou. Jetzt lass uns einen großen, runden Ball machen. Caillou wusste nicht, wie er den Schneemann groß und rund machen sollte, aber dann hatte er eine Idee. Oh, ich weiß. Wir müssen es so wie mit den Schneebällen machen. Schneeball! Das stimmt. Wir machen große, runde Schneebälle. Große Schneebälle! Wow! Der Schneemann ist super! Der große Schneemann mit Knopfaugen und Karottennase machte Caillou sehr fröhlich. Pass auf! Plötzlich raste ein Schlitten in den Schneemann. Oh nein! Unser Schneemann! Es war Leo. Caillou war traurig, dass der Schneemann umgefallen war, aber er freute sich, Leo zu sehen. Oh, hi Caillou! Leo, warum bist du denn hier? Ich probiere meinen neuen Schlitten aus. Willst du auch damit fahren? Klar! Mama, Papa, kann ich etwas mit Leo spielen gehen? Na klar, Caillou. Sei vorsichtig. Caillou konnte es kaum erwarten, Leos Schlitten zu probieren. Das ist wirklich einfach. Du steigst auf und fährst den Hang hinunter. Cool! Der Hügel sah groß aus und Caillou war sich nicht mehr sicher, ob er ihn hinunterfahren wollte. Alles gut, Caillou. Der Schnee ist weich. Selbst wenn du fallen solltest, tut's nicht weh. Schau! Schau, es tut echt gar nicht weh. Ich weiß nicht, Leo. Da geht's weit runter. Komm her, wir machen's zusammen. Ich sag ja, es tut nicht weh. Mein Schneemann! Caillou tat es leid, dass er den Schneemann kaputt gemacht hatte. Entschuldige, Rosi. Ich wollte den Schneemann nicht kaputt machen. Hey, ich weiß. Lass uns einen noch größeren Schneemann bauen. Großer Schneemann? Ja, und der gehört dir ganz allein. Ja, großer Schneemann! Schneemann! Caillou hatte viel Spaß, den Tag über mit Leo und seiner Familie im Schnee zu spielen. Ich kann's kaum erwarten, wieder... Schneeballschlacht! Caillou und seine Familie waren unterwegs, um den diesjährigen Weihnachtsbaum auszusuchen. Wie wär's mit dem hier, Papa? Der ist riesig!
Der ist wirklich groß, Caillou. Vielleicht etwas zu groß für das Wohnzimmer. Lass uns einen kleineren finden. Oh, okay. Wie gefallen dir denn die hier, Caillou? Wir finden bestimmt einen, der noch frisch und grün ist und der noch toller aussehen wird, sobald Rosi und du ihn geschmückt haben. Das stimmt wohl. Hey, wie wär's, wenn du den übrigen Baumschmuck aussuchst, wenn wir den Baum haben? Ja, bitte, Papa! Wie findet ihr den hier, Kinder? Baum! Baum! Rosi mag den hier, Mama. Wir sollten ihn kaufen. Toll! Ich hole jemanden, der mir hilft, ihn auf den Wagen zu schnallen. Und du kannst mit Papa gehen und noch mehr Baumschmuck finden. Oh, wow! Auf geht's, Papa! Caillou rannte in den Laden. Dort gab es so viel zu sehen. Er wusste nicht, wo er anfangen sollte. Oh, Papa! Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es gibt hier ja so viel hübschen Baumschmuck. Naja, wir brauchen eine Girlande, eine Lichterkette und einen Stern für die Baumspitze. Such einfach, was du magst und pack es in den Korb. Rot, blau, gold, silber. Papa, wie wär's mit Gold und Rot? Klingt toll. Das wird super am Baum aussehen. Und welche Lichter? Es gibt weiße, bunte und blinkende. Die blinkenden bunten. Die sind richtig toll. Da hast du recht, Caillou. Nur noch ein Stern für die Baumspitze. Hast du die schon gesehen? Caillou wusste, wie Sterne aussahen. Und er sah sich im Laden um, bis er einen sah. Caillou, renn nicht so weit weg, dass ich dich nicht mehr sehe. Auch wenn du aufgeregt bist, musst du in Sicherheit sein. Okay, Papa. Tut mir leid. Schon okay. Ich will nur nicht, dass du dich verläufst. Ich habe einen super Stern gesehen und möchte ihn für den Baum. Wow, der ist hübsch. Den kaufen wir. Mama und Rosi werden den auch mögen. Kaufen wir alles und gehen zum Auto. Ein freundlicher Mann half Mama und Rosi, den Baum auf dem Autodach zu befestigen. Caillou war aufgeregt, als er Mama und Rosi den Baumschmuck zeigte, den er und Papa gekauft hatten. Mama, wir haben den Baumschmuck gekauft. Wo ist denn der Baum? Er ist eingepackt und auf dem Dach, um ihn heil nach Hause zu bringen. Oh, wow! Kann's gar nicht erwarten, ihn zu Hause zu schmücken. Fahren wir jetzt heim? Ja, Caillou, wir fahren. Willst du heiße Schoki, wenn wir zu Hause sind? Oh, ja, bitte, Mama. Das klingt lecker. Schoki! Und Rosi. Caillou konnte es kaum erwarten, dass Papa den Baum aufstellte. Er wollte ihn mit all dem gekauften Baumschmuck dekorieren. Ups! Oh je, alles okay, Caillou? Ja, mir geht's. Oh. Gilbert, alberne Katze! Du kannst den Baum nicht dekorieren. Pass auf die Kugeln auf. Oh je, was ist hier passiert? Ihr habt ja ganz schön Unordnung gemacht. Tut mir leid, Mama. Können wir denn jetzt den Baum dekorieren? Das ist eine gute Idee. Caillou half, die bunte, blinkende Lichterkette auf dem Baum zu verteilen. Die Girlande und hang die Kugeln an die Zweige. Sogar Gilbert half dabei mit einem Pfötchen. Noch den Stern auf die Spitze. Möchtest du das machen, Caillou? Rosi sollte es.
Du bist so ein lieber Bruder, Caillou. Wow, das sieht klasse aus. Das wird bestimmt das beste Weihnachten überhaupt. Heute gingen Mama und Papa mit Caillou in ein großes Kaufhaus, um mit ihm Geschenke für seine besten Freunde Sarah, Clementine und Leo zu kaufen. Wow! Sieh dir nur all die Weihnachtsdeko an, Mama! Ich weiß, sieht echt hübsch aus. Ein Weihnachtsbaum! So einen großen habe ich noch nie gesehen. Kriegen wir auch so einen? Ich glaube, der passt bei uns nicht rein, Caillou. Oh, schau, Caillou. Vielleicht können wir ins Weihnachtsdorf, wenn wir alles eingekauft haben. Wird dort auch der Weihnachtsmann sein? Na, aber klar. Wir sollten erst die Geschenke kaufen. Nicht, dass die Läden schließen. Caillou machte sich auf den Weg durch die Läden, bis er eine Lücke zwischen Kleidungsstücken sah. Er fragte sich, ob dahinter eine Höhle war. Ich frage mich, wo Caillou ist. Ich weiß nicht. Vor einer Minute war er doch noch hier. Hier bin ich! Oh, da bist du. Wo kommt der tolle Hut denn her, Caillou? Der war da drin. Caillou sah in den Spiegel. Er fand, dass der Hut echt lustig aussah. Hey, schau, ein Bücherladen. Vielleicht finden wir dort ein gutes Weihnachtsgeschenk. Caillou sah Bücher über Bücher auf den Regalen im Buchladen. Er fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, sie alle zu lesen. Wow, hier gibt es bestimmt Tausende von Büchern. Hi, benötigst du Hilfe? Ich suche nach Geschenken für meine Freunde. Na, das ist ja lieb. Lesen deine Freunde denn gerne? Ja, Clementine liest gern und sieht sich gern Bilder an. Wow, sie ist bestimmt sehr schlau. Nun, ich denke, ich habe das perfekte Buch für Clementine. In dem Buch sind ganz besondere Bilder zu sehen. Hier, ich zeig sie dir. Wow, ein echter Pirat. Cool, was? Er heißt Steve. Steve? Ein lustiger Piratenname. Sag Hallo, Steve. Ahoi, du. Schau, Mama, er winkt mir echt zu. Das tut er. Also, was denkst du, Caillou? Ist das ein gutes Geschenk für Clementine? Ja, ist es. Clementine liebt Piraten. Caillou sah sich verschiedene Bälle in der Sportabteilung an. Er fragte sich, für welche Sportarten jeder einzelne benutzt wurde. Wo ist der Ball für, Papa? Den nimmt man zum Basketballspielen. Die Spiele lassen den Ball hüpfen. So etwa. Hier, probier mal. Caillou probierte den Ball so wie Papa hüpfen zu lassen. Aber es war schwerer, als es aussah. Nimm zwei Hände, Caillou. Das ist einfacher zu lernen. Wow, der hüpft ja wirklich. Was ist mit dem Kleinen da drüben? Das da ist ein Baseball. Der ist schwer zu fangen. Deswegen tragen die Spieler einen Handschuh. Fertig, Caillou? Fang! Ich hab ihn! Hast du's gesehen? Ja, sehr toll gefangen, Caillou. Mag einer deiner Freunde Baseball? Nein, ich denke nicht. Schau, was ich hab, Caillou. Caillou wusste, wofür dieser Ball benutzt wurde. Ah, ein Fußball! Das ist das perfekte Geschenk für Sarah. Sie ist die beste Fußballspielerin. Liebe Kunden! Das Kaufhaus wird in 10 Minuten schließen. Wollen wir ins Weihnachtsdorf gehen, Caillou? Warte, wir brauchen noch ein Geschenk für Leo. Ich glaube, Leos Familie feiert kein Weihnachten, Caillou. Sie feiern einen anderen Feiertag, der Hanukka heißt. Caillou hatte noch nie von Hanukka gehört, aber er wusste, dass Leo Geschenke mochte und wollte ihn nicht ausschließen. Hanukka? Ich frage den Weihnachtsmann, was ich tun sollte. Caillou war sehr aufgeregt, aber auch etwas nervös. Er hatte noch nie den Weihnachtsmann gesehen. Schau, der Weihnachtsmann! Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Wie heißt du, mein Kleiner? Ich bin Caillou. Das freut mich sehr, Caillou.
warum kommst du nicht her und setzt dich zu mir? So, was magst du zu Weihnachten, Caillou? Ehrlich gesagt, ich bin hier, weil ich für meine Freunde Weihnachtsgeschenke kaufe. Ich habe ein Piratenbuch für Clementine. Sie liebt Bücher lesen und Piraten. Und einen Fußball für Sarah. Sie ist die beste Fußballspielerin. Nun, Sarah und Clementine haben sehr viel Glück, dass sie deine Freunde sind, Caillou. Ich wollte meinem Freund Leo auch ein Geschenk kaufen, aber seine Familie feiert Hanukka. Kann ich ihm trotzdem was schenken? Ho, ho, ho. Oh, na, aber klar. An Hanukka beschenken sich auch alle ganz genau wie an Weihnachten. Caillou freute sich, dass er Leo was schenken konnte. Aber er erinnerte sich plötzlich an die Ansage. Oh nein! Der Mann sagte, dass die Läden schließen. Das macht nichts. Ich denke, ich habe hier das perfekte Geschenk für dich und Leo. Hey! Den lustigen Hut kenne ich! Caillou traute seinen Augen nicht. Der Weihnachtsmann hatte zwei von den lustigen Hüten, die er vorher im Klamottenladen gesehen hatte. Danke, Weihnachtsmann! Gern geschehen, Caillou. Und fröhliche Weihnachten! Caillou freute sich, den Weihnachtsmann getroffen zu haben. Er konnte es nicht erwarten, seine Freunde mit seinen ausgesuchten Geschenken spielen zu sehen. Caillou spielte mit Leo am Klettergerüst fangen. Sie waren Piraten und Leo hatte sein Schiff gestohlen. Caillou wollte es zurück. Du kannst dich nicht verstecken. Die Kinder brachten Mitbringsel in die Schule. Und Caillou war nervös, vor der Klasse zu sprechen. Okay, Caillou, du bist jetzt dran. Was hast du uns heute mitgebracht? Das Seil ist von meinem Opa. Ich hab's zum Geburtstag bekommen. Er liebt Angeln. An Wochenenden nimmt er mich mit und wir angeln. Vorsicht, Caillou. Fall nicht über Bord. Zum Angeln brauchst du drei verschiedene Sachen. Ein Seil, Köder und einen Knoten. Und auch Geduld. Geduld? Das heißt warten, auch wenn du das nicht willst. So, nun brauchst du einen starken Knoten, damit der Köder nicht abfällt oder von Fischen abgefressen werden kann. Jetzt müssen wir nur noch warten. Sobald Caillou sich an diese spaßigen Wochenenden erinnerte, war er nicht mehr so nervös. Er hat mir Angeln beigebracht, wie man einen Wurm an die Schnur macht und wie man ein Boot lenkt. Und vor allem, wie man diesen coolen Knoten hier macht. Seht, das Ende wird so darüber gelegt. Dann unter und über das hängende Ende. Genauso. Der Achterknoten. Echte Segler benutzen den häufig. Das war wirklich toll, Caillou. Da haben wir alle was gelernt. Das war super. Danke. In der Pause zeige ich dir, wie man... Caillou, zuhören. Ich möchte Leo draußen den Achterknoten zeigen. Nun, du musst dich gedulden. Dann lernst du was Neues. Papa und ich waren im Sommer segeln. Er hat mir dieses schöne Boot gekauft, damit ich mich erinnere. Wenn du langsam fahren willst, muss das Segel so aussehen. Und wenn du richtig, richtig schnell sein willst, dann muss der Wind ans Segel und zwar genau hier. Eines Tages werde ich um die ganze Welt segeln. Das war richtig toll, klasse. Sieh, Caillou,
Es gibt immer was zu lernen und jeder kann ein guter Lehrer sein. Nun, Pause! Alle Kinder spielten draußen in der Sonne. Frau Martin sah sich lächelnd um. Sie sah Caillou und Jessie in einer schattigen Ecke vom Klettergerüst. Da kommt ein Sturm, Jessie! Wir müssen von hier verschwinden! Wir müssen schnell sein! Segel hissen, Caillou! Während Caillou und Jessie mit ihrem Modellboot durch die Luft segelten, wusste Frau Martin genau, was sie spielten. Heute nahmen Mama und Papa Rosi und Caillou zum ersten Mal mit zum Zirkus. Caillou war sehr aufgeregt. Er konnte die Vorstellung kaum erwarten. Wann beginnt die Zirkusaufführung, Mama? Schon sehr bald, Caillou. Wer will Popcorn? Wer will Zuckerwatte? Kann ich bitte bestellen? Klar, was magst du denn? Caillou liebte Popcorn, aber die Zuckerwatte sah auch lecker aus. Beide bitte? Zu viel Zucker ist schlecht für dich, Caillou. Du musst dich entscheiden. Das kann ich nicht. Ich will beide. Caillou wünschte sich, dass er Zuckerwatte und Popcorn als Abendessen essen könnte. Nimm doch süßes und salziges Popcorn gemischt. Dann ist jeder Bissen eine Überraschung. Fantastische Idee! Das war Süßes. Danke. Die Lichter gingen aus und Caillou sah einen Mann mit einem hohen Hut in der Mitte vom Zelt stehen. Wer ist das, Papa? Der Zirkusdirektor. Er ist hier verantwortlich. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei dem wunderbar magischen Zirkus. Wir starten mit den tollpatschigen Clowns. Alle im Publikum lachten, als einer der Clowns Papa einen Streich spielte. Das war keine echte Blume, Papa. Nachdem die Clowns fertig waren, war es an der Zeit für die taumelnden Akrobaten, die eine Pyramide geformt hatten. Caillou fand, dass die Person an der Spitze sehr mutig sein musste. Zuletzt kamen die Tellerdreher, die Teller auf Stangen balancierten. Caillou war beeindruckt. Nicht einer fiel herunter. Kann ich auch ein Tellerdreher sein, Mama? Ja, ich hol dir welche aus Plastik auf dem Weg nach Hause. Die Vorstellung war vorbei und alle Künstler verbeugten sich vor dem Publikum. Caillou hatte jede Minute genossen, war aber nun traurig, dass alles vorbei war. Mama, kannst du mir zu Hause helfen, meinen eigenen Zirkus zu machen? Na klar, Caillou. Das klingt nach sehr viel Spaß. Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei Caillous magischem Zirkus. Für meine erste Nummer brauche ich 2 Assistenten. Mama und Papa halfen Caillou bei einer Pyramide, ganz so wie die im echten Zirkus. Er fühlte sich auf der Spitze sehr mutig. Pass auf, Caillou, nicht fallen lassen. Caillou war sehr gut darin, die Teller drehen zu lassen. Nicht ein einziger fiel herunter. Wobei er vielleicht etwas Hilfe von Mama hatte. Caillou hatte etwas ganz Besonderes für das Finale geplant. Vorsichtig, Caillou. Der Eimer sieht wirklich schwer aus. Stell ihn ab, Caillou. Du tust dir noch weh. Vorsicht! Du hast uns ausgetrickst.
das war ein wirklich guter Trick, Caillou. Das war der beste Zirkus überhaupt. Super klasse, Caillou. Caillou hatte sehr viel Spaß mit dem eigenen Zirkus und konnte kaum erwarten, seinen Freunden seine neuen Tricks zu zeigen. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosie mit zu einem Freizeitpark. Caillou war sehr aufgeregt. Freizeitparks machten unendlich viel Spaß. Das wird heute der beste Tag überhaupt! Caillou fiel es schwer, sich zu entscheiden, mit welcher Fahrt er beginnen sollte, weshalb Papa die Achterbahn vorschlug. Du musst dich mal neben das Maßband stellen, Caillou. Warum? Du brauchst eine bestimmte Größe, um mitfahren zu dürfen. Bin ich groß genug? Yep. Rosie wollte auch mit der Achterbahn fahren, aber sie war noch zu klein. Das macht nichts, Rosie. Es gibt noch viele andere tolle Fahrten, die für dich sind. Fertig, Caillou? Bereit! Die Achterbahn begann sich langsam fortzubewegen. Sie fuhr höher und höher und höher. Wir sind ja ganz schön hoch! Das stimmt. Wir sehen den ganzen Park von hier oben. Ich hab Angst, Papa. Alles gut, Caillou. Halt meine Hand. Die Achterbahn war sehr schnell. Caillou fühlte den Wind in seinem Gesicht, während sie durch die Gegend sausten. Das ist klasse! Hast du es gesehen? Ich habe die Arme gehoben! Hab ich, Caillou? Du warst sehr mutig. Caillou und Rosie fanden einen tollen Ort, um ein Foto zu machen. Schau, Mama! Rosie kann doch noch mit einer Achterbahn fahren. Wow! Das sieht so aus, als wärt ihr sehr schnell. Das stimmt, Rosi. Wollen wir da hin? Bereit, Rosi? Jetzt geht's los. Hört, Rosi! Lass uns um die Wette reiten. Caillou machte es sehr viel Spaß, mit der Achterbahn zu fahren. Aber er liebte es genauso sehr, mit der ganzen Familie auf dem Karussell zu fahren. Heute waren Caillou und Rosi im Park und haben Fahrradfahren geübt. Sie hatten viel Spaß beim gemeinsamen Auf- und Abfahren. Schau, Mama, kein Fuß! Das ist beeindruckend, Caillou. Hi, Caillou. Caillou bemerkte, dass keiner seiner Freunde mit Stützrädern fuhr. Hey, wo sind eure Stützräder? Wir brauchen sie nicht mehr. Guck mal! Komm schon, Caillou. Wir wollen jetzt den Hügel runterfahren. Caillou fühlte sich etwas albern. Er wollte nicht der Einzige mit Stützrädern sein. Was ist denn los, Caillou? Ich will nicht mehr mit Stützrädern fahren, Papa. Ich will wie ein Erwachsener Fahrrad fahren. Also, wenn du schon so weit bist, bring ich dir bei, wie man ohne sie fährt. Bin soweit. Kann losgehen, Caillou. Caillou wollte so schnell wie möglich wie seine Freunde fahren. Er schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr los. Wartet mal!
schnell. Vorsicht, Caillou. Du bist noch nie ohne Stützräder gefahren. Au! Mama, es tut weh. Oh, nein, Caillou. Alles gut. Ich gebe dir ein Küsschen. Mama gab Caillou sein Küsschen und er fühlte sich gleich besser. Mir geht's schon besser, Mama. Du bist sehr tapfer, Caillou. Lass es uns nochmal versuchen und ich halte dich. Du musst die Balance halten können. Okay, fertig? Los geht's. Halt dich fest, Caillou. Oh. Alles gut. Du machst das toll. Lass nicht los, Papa. Das habe ich schon längst, Caillou. Caillou fuhr sein Fahrrad ganz und gar alleine. Ich hab's geschafft. Super, Caillou. Schaut, ich brauche meine Stützräder nicht mehr. Wow, Caillou, du bist richtig gut im Fahrradfahren. Danke, Papa hat's mir gezeigt. Lasst uns den Hügel runter. Als Caillou den Hügel runterfuhr, fühlte er den Wind in seinem Gesicht. Das machte viel Spaß. Wow, das war unglaublich. Ich glaube, ich war am schnellsten. Niemals, ich war am schnellsten. Wollen wir alle mal sehen, wer am schnellsten ist und um die Wette fahren? Klingt super, Clem. Aufgepasst! Der Erste, der um den Baum und zurückgefahren ist, hat das Rennen gewonnen. Fährst du auch um die Wette, Rosi? Sum, sum! Okay, seid ihr alle soweit? Bereit! 3, 2, 1, los! Caillou und seine Freunde traten so schnell wie möglich ihre Pedale in Richtung Baum. Aber Rosi hatte Probleme, mit ihrem Dreirad mitzuhalten. Ich werde gewinnen! Rosi, du hast gewonnen! Sehr gut, Rosi. Wow, du warst super schnell, Rosi. Ich hab dich nicht an mir vorbeifahren gesehen. Caillou wusste, dass Rosi nicht wirklich gewonnen hatte. Aber er wusste auch, dass sie noch klein war. Wenn du soweit bist, bring ich dir bei, wie man Erwachsenenrad fährt. Es war ein schöner, sonniger Tag. Aber Caillou hatte mit Clementine drinnen viel Spaß. Sie spielten ein neues Computerspiel, das Buddeln und Bauen hieß. Super, Clementine! Bau du doch weiter den Unterschlupf, während ich im Wald auf die Suche nach Holz gehe. Okay, Caillou, sei vorsichtig. Im Wald gibt es viele große Spinnen. Caillou, warum sitzt ihr beide denn drinnen? Ich habe dir vorhin gesagt, dass du mit dem Spiel aufhören sollst. Jetzt geht es nicht, Mama. Bald ist es dunkel und wir müssen den Unterschlupf fertig haben, bevor die Monster kommen. Clementine und du spielen schon den ganzen Morgen drin. Es ist ein schöner Tag. Ihr solltet lieber draußen im Garten spielen. Nur noch 5 Minuten, bitte. Ja, bitte. Nein, ausschalten. Und zwar jetzt gleich. Okay, ich hab dich gewarnt. Mama, wir waren nicht fertig. Es ist jetzt genug, Caillou. Hausarrest. Keine Videospiele mehr. Du wirst jetzt mit nach draußen kommen und Papa und mir helfen. Aber Mama! Los geht's, ab nach draußen mit dir. Ansonsten gibt es auch morgen keine Videospiele für dich. Caillou war sehr mürrisch. Er wollte nicht nach draußen. Er wollte weiter sein Videospiel spielen. Was sollen wir hier draußen machen? Fang doch mal an, Papa zu helfen. Er hakt schon die ganze Zeit die Blätter zusammen. Hi, Clementine. Hi, Caillou. Was ist denn los? Mama hat unser Spiel ausgeschaltet.
Sie hat gesagt, wir müssen euch draußen helfen. Ha, sie hat recht, Caillou. Videospiele machen viel Spaß, aber zu lange ist nicht gut für euch. Pass auf, warum hilfst du mir nicht beim Harken? Und dann spielen wir ein Spiel, okay? Ich denke schon. Hey, Clementine, schau mal her. Wow, das ist wie Buddeln und Bauen. Das stimmt. Wir können hier unseren Unterschlupf bauen. So machen wir's. Jeder hat eine Spitzhacke, einen Spaten und eine Axt. Perfekt. Jetzt können wir dann Materialien für den Unterschlupf sammeln gehen. Wir müssen uns beeilen, denn es wird bald Nacht werden. Machen wir. Lass uns als erstes Steine sammeln. Ich habe dort welche gesehen. Gut, los geht's. Du hattest recht, Caillou. So viele Steine. Caillou und Clementine sammelten Steine, indem sie ihre selbstgemachten Spitzhacken benutzten. Die Tasche ist voll. Lass uns zurück und das Bauen beginnen. So, sieht super aus. Jetzt brauchen wir eine Tür und Wände. Dann lass uns doch noch mehr Holz sammeln gehen. Machen wir. Dort am Baum können wir welches holen. Caillou und Clementine benutzten ihre selbstgemachten Äxte, um Holz vom Baum zu holen. Hey, wo ist die Harke hin? Wow, ich dachte, Caillou wäre noch immer mürrisch. Aber anscheinend haben sie sehr viel Spaß beim Helfen. So, sollte genug sein. Schnell, wir bauen den Unterschlupf. Es wird gleich dunkel. Puh, haben's geschafft. Ja, gerade rechtzeitig. Lass uns nach drinnen. Morgen ist es sicherer zum Weiterbauen. Der Unterschlupf ist super. Ich weiß, er ist noch besser als im Videospiel. Oh, was war das? Keine Sorge. Hier drinnen sind wir vor allen Sachen sicher. Oh nein! Die Eingangstür ist offen! Schließen! Schnell! Monster! Schnell, Caillou! Wir nehmen unseren Geheimausgang zum Flüchten. Toll, ihr zwei. Ihr habt den ganzen Garten aufgeräumt. Haben wir nicht. Wir haben unser Spiel gespielt. Wir haben unseren Unterschlupf gebaut und dann kam ein Monster. Wir hatten aber Glück. Es war nur Gilbert. Meine Güte. Na, all diese Abenteuer haben euch bestimmt hungrig gemacht. Wollen wir reingehen und ich mache euch was zu essen? Nicht jetzt. Wir müssen unseren Unterschlupf noch verbessern. Ja, was, wenn uns nächstes Mal ein echtes Monster angreift? Caillou liebte es, mit Clementine sein Videospiel zu spielen. Aber draußen einen echten Unterschlupf zu bauen, machte noch mehr Spaß. Heute war ein aufregender Tag für Caillou. Seine Schulkameraden und er machten einen Schulausflug zum Aquarium. Bitte bleibt zusammen und haltet euch an euren Partner. Wow! Caillou betrachtete alle Fische im Aquarium. Er sah große und kleine, lange und runde und Fische in allen möglichen Farben. Caillou war fasziniert. Ich mag dich gern. Caillou, komm her. Du verpasst es sonst noch. Ups.
Entschuldigung, ich komme. Bis dann. Wow, der Raum ist ja noch größer. Wir sind wie zwei Fische unter dem Meer. Es geht los. Was geht los? Caillou beobachtete einen Mann, der zwischen den Fischen schwamm. Er dachte, dass das viel Spaß machen würde. Wow! Sie haben gesagt, dass die Maske ihm beim Atmen unter Wasser hilft und die Spezialschuhe helfen ihm wie ein Fisch zu schwimmen. Caillou dachte, dass es aufregend wäre, mit den Fischen zu schwimmen. Er stellte sich vor, wie das wohl wäre. Hallo du! Hast du irgendwo einen Schatz gesehen? Danke dir! Sieh dir diesen Schatz an! Da bist du! Caillou, komm schon! Zieh dir das an und komm mit mir nach draußen, Caillou! Oh, okay! Caillou mochte es, einen Schatz zu finden, aber er verstand nicht, warum er so einen lustigen Mantel tragen musste. Seid ihr alle bereit? Ihr werdet vielleicht nass. Hier seht ihr unseren Freund, den Seelöwen. Zum Glück hatten wir die Mäntel. Hey Sarah, ich sehe wie ein Seestern aus. Caillou liebte es, ein Taucher zu sein und alle Fische zu sehen. Aber er liebte es noch mehr, ein Seestern zu sein. Caillou war sehr besorgt, weil er sein Lieblingsspielzeugauto verloren hat. Er sah nach ihm unter dem Sofa, auf dem Sofatisch und hinterm Fernseher. Wonach suchst du denn da, Caillou? Ich suche mein Spielzeugauto, aber kann es nirgends finden. Hey, du hast die alte Kamera gefunden. Oh nein, ist sie kaputt? Nein, Caillou. Sie funktioniert so. Es ist schwarz. Wart mal. Caillou beobachtete, wie sich das Foto veränderte. Es war nicht mehr schwarz. Es war ein Foto von ihm. Wow, Zauberei. Können wir noch mehr Fotos machen? Na klar, Caillou. Wie wäre es, wenn du ein paar Fotos von bunten Sachen machst? Klar, das mache ich. Fangen wir an mit Rot. Caillou sah sich um und sah seinen roten Feuerwehrwagen auf dem Teppich. Da! Der Wagen ist schön rot. Perfekt. Wenn du durch das Loch da siehst, kannst du sehen, wie dein Foto aussieht. Caillou konnte sein rotes Feuerwehrauto durch das Loch sehen. Hab's geschafft, Mama! Schau, mein Feuerwehrauto! Sehr gut, Caillou. Wie wäre es mit etwas Grünem? Grün! Im Garten kann ich viel Grünes sehen. Im Garten konnte Caillou viele grüne Dinge sehen. Schau, Caillou! Mach doch ein Foto von dem grünen Grashüpfer dort.
Caillou probierte, den Grashüpfer zu fotografieren. Aber als er näher kam, sprang er ins Gras. Hey, komm zurück! Du musst ganz langsam sein, Caillou. Der Grashüpfer bleibt sonst nicht still sitzen. Ich habe ein Foto, Mama. Ich war sehr langsam und leise. Wow, so viele Beine. Sehr toll gemacht, Caillou. Denkst du, du kannst irgendetwas Blaues fotografieren? Was Blaues? Oh, ich weiß. Rosis Kleid ist blau. Ich mache ein Foto von Rosi. Caillou fand Rosi mit Papa im Wohnzimmer. Sie spielten mit seinem Spielzeugauto. Hey, Rosi! Du hast gefunden! Brumm, brumm! Lächle, Rosi! Ich muss dich fotografieren! Schau, Rosi! Magie! Nochmal! Ist das unsere alte Kamera, Caillou? Ja, Mama und ich haben viele Farben fotografiert. Klingt nach Spaß. Wollen wir ein Bild von uns allen sitzend auf dem Sofa machen? Aber wer macht das Foto? Dafür gibt's einen Timer. Wir können sie auf den Tisch stellen und sie macht nach ein paar Sekunden ein Foto von uns. Komm, ich zeige es dir. Okay, alle auf das Sofa. Schnell! Sagt Cheese alle zusammen. Cheese! Caillou machte das Fotografieren Spaß. Aber am meisten gefiel ihm, wie die Bilder wie von Zauberei erschienen.